lachend beruhigt. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together, der Kuhflüsterer, Minecraft City Construction Challenge. Ich wurde ganz kurz hier rüber gehelikoptert und jetzt seht ihr auch mal, worüber diese komischen Menschen die letzte Folge da so geredet haben. Ich habe vorhin erst erfahren, also Anfang dieser Aufnahmesession, dass es sowas wie Pilzkühe gibt. Da seht ihr mal, wie lange ich nicht gezockt habe. Ja. Kühe, rot, schwarze Auge, Pilze auf dem Rücken. Ja. Völlig anatomisch korrekt. Und stehen auf Kampfkekse. Klar. Wie viele Jahrtausende? Sobald wir die Kühe abgeliefert haben. Wie viele Jahrtausende dauert das noch, bis sie da sind? Wir sind jetzt, glaube ich, auf der Hälfte vom Ozean. Der Ozean ist schon die Hälfte vom Weg. Ah, Bertram, komm zurück. Bertram. Hallo. Oh. Ja, hallo. Bertram mag dich wohl nicht, ja? Bertha auch nicht und Irmgard auch nicht. Sind alle zu mir gekommen. Niemand mag dich. Hab ich? Okay. Bertram kommt wieder. Niemand mag mich, ja. Will, warte, wie heißt. Hildegard? Hildegard, du hast Irmhild und Bertha. Dann habe ich Hildegard und Bertram. Irmhild okay. Und Bertram. Nee, warte, Bertha. Noch Berthilde. Irmtram. Aus Kunigunde, Heidemarie, von und zu Schwuckelstein, Waldlingen. Na klar. Geht ja auch noch. Schreib das jetzt mal auf die Namensplatte, die du dann da an den Stall hängst. Und ich habe dann noch hier Harf, Waldfreit, Dingens van Brung und. Oh Gott, wie hieß die andere nochmal? Dingens van Brung ist schon mal gut. Axel, willst du vielleicht ein Boot? Dann musst du nicht so dämlich auf und ab. Nö, ich schwimm gerne, danke. Okay. Hab ja sonst nichts zu tun. Oh. Ich kann gleich Krampen drücken, ist so erfüllend. Na klar. Squiddies. Nimm doch eins mit. Kann man die auch mit Weizen anloggen? Ich glaub nicht. Nee. Genau umbringen. Stell dir vor, wir könnten Squids mit Weizen anlocken, was wir dann schon für ein riesen Paket an Lebewesen im Schlepptau hätten. Müssten ihnen allen Namen geben. Ups. Ja, Squiddy, Squiddy der Zweite. Squidward, Squidward 1, Squidward 2. Na klar. The one and only Squidward. The real Squidward. Squidward himself. Und so weiter. Besten Hund. Das ist bei mir im Garten, sorry. Naja, gibt ja Schlimmeres. Wie schafft ihr es eigentlich in eurer Vollrüstung zu schwimmen, sagt mal? Ja, Training. Leistungsschwimmer. Leistungsschwimmer natürlich. Er hat den Rettungsschwimmer und ich lag Jahrtausende in diesem komischen, gammeligen Grab und glaubt ihr, da hat man irgendwas Besseres zu tun, als Sport zu treiben? Und Würmer zu essen? Ganze Nein. Zeit so Klimmzüge gemacht an der Wurzel, oder was? Richtig. Und Liegestütze und alles. Ich musste ja auch viel meine Beine trainieren, deswegen habe ich meine Füße auch oft in den Wurzeln reingehangen und habe dann ja klar Hardcore-Klimmzüge gemacht. Das ist ja auch Minecraft, wir schwimmen ja nur mit den Beinen aufrecht stehend im Wasser. Genau, so hart haben wir trainiert, dass wir das hinbekommen, ohne Probleme. Und dann macht ihr noch Synchronschwimmen mit Kühen. Ihr seid ganz Hardcore. Ja, die können das auch, das sind Muskelkühe. Die müssen nicht mal ihre Beine richtig Muskelkühe. Bewegen. Wir müssen ja noch ein ganz klein wenig ran. Okay, Bertram will zu dir. Ich wusste es. Sie geht fremd. Sie leben mich doch mehr als dich. Gut, jetzt kann ich mal in ein Boot steigen, es geht mir langsam auf den Sack. Ah, fick dich. Kann ich ja auch nicht alleine lassen mit den ganzen Tieren. Das war doch. Verdammt. Tiere? Das ist zu viel Tiere? Aufmerksamkeit. Sind nur Tiere für dich? Für mich sind es auch Pilze. Sie sind mehr für mich. Sie sind also richtig, jetzt vom sind Kannibalismus Pilze. In Sodomie aus. Sie pflanzen noch Tiere. Sie sind Pilze. Lauft ihr überhaupt noch in die Oder schwimmt ihr eigentlich noch in die richtige Richtung? Ich hab keine Ahnung, ich drück nur S. Ja, wir sind nach Süd-Südwest. Folglich müssen wir jetzt wieder nach Ost-Nord-Ost. Ich hab kein Kompass bzw. Minimap an hier. Ich auch nicht, ich drück die ganze Zeit nur S. Ich hab hier meinen magischen Gehirnkompass im zweiten Fenster geöffnet, das passt schon. Okay. Ehrlich. Wusste, dass ihr mich liebt, meine Kleine.
Oh Gott, ich muss hier weg. Ich muss Wer hier hält weg. Schon lange bei Kampfkeks aus, stimmt's? Hat ihr eigentlich auch im, vom Boot aus noch Anlocke? Echt gar nicht. Probier's. Mach ich ja grad. Geh weg! Ich kann mein Schwert nicht ziehen, ich kann dich nicht von deinem Ross unterschlagen. Und, ja klar. Sag ihm halt ich würde mir sogar bis in den Tod folgen, wenn ich untertauchen würde. Ja, so. Wie komme ich jetzt am schnellsten zurück? Ach, davon sehe ich einen Strand. Ist das schon das Ende? Nein, oder? Das ist bestimmt wieder ein Mulchokopter, der dich da zurückfliegen kann. Weg, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ja, ja, ich kenne den Weg, Spat. Ja, das muss man sagen, wann ich den Mulchokopter abholen soll. Ich würde nur ganz gern schauen, ob das da vorne nur eine Insel ist oder schon der Strand. Das ist da vorne schon eine Insel. Dreck. Okay, dann ja, bitte. ihr habt nichts gesehen. Na, es war ein Helikopter, ne? Also so ein Mulchokopter. Ist erlaubt. Da, seht ihr ihn wegfliegen. So, gut. Als jetzt... so ein mittelalterliches Modell, oder? So, komplett aus Holz geschnitzt. Ja, der Mulchokopter. Sitzt einer hinten drin, komplett auf Drogen und dreht die ganze Zeit den Rotor. Zombie-Sklaven. Ja, klar. Naja, wie es halt bei Mulchokopter ist. Deswegen ist Nesti, deswegen kann Nesti heute auch nicht dabei sein, ne? Die hat da anderweitig zu tun. Ja, Rotor drehen. Ja, also Nesti hat sich eingedreht heute, jawohl. Gedreht. So viel Aufmerksamkeit. Sie lieben mich. Sie lieben mich. Wenigstens einer. Das sind vier, die mich lieben, ja. Das sind Kühe. Ja, und? Sind trotzdem vielleicht als eine Viertelperson die vier Kühe da. Unglaublich spannend hier. Ja. Ich bin so hart trainiert, ich kann sogar im Schlaf noch weiter schwimmen. Ja. Ich war so deine Beine, habe ich den Reflex angewöhnt, einfach immer weiter zu schwimmen. Naja, sowas ähnliches wie eine Schmiede ist jetzt hier erstmal fertig. Das ist irgendwie nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe, aber. Kampfkeks! Oh, sind wir endlich an Land? Da sind. Ich glaube, so zwei Drittel vom Weg hinter uns. Hast du ein bisschen Birke dabei? Muss ich vielleicht noch an Design fallen. Gut, dann machen wir was mit ihr. Ja, oben Leiche. Soll da noch was drauf, ich irgendwas ja gebäudetechnisch. Holen, egal. Hast du schon machen was Stonebricks gedacht? Ich habe ja, überlegt, die Wände dann vielleicht damit auszukleiden, ja. Also die Seitenwände. Nein, ich krieg wieder Lag. Das ist gefährlich. Aber wir machen ja mal ein bisschen Deko an. Du hast diese hochqualitativ. Achso, ich wollte das eigentlich. Ach egal. Tut's auch. Tja, Stonebricks müsste man sich mal gemacht haben, dann hätte man die auch. Wir haben einen riesen Chest fast voll mit Stonebricks. Ah, gut zu wissen. Aber Lagerhaus in der Kiste, gut versteckt. In der Kiste, wo ein Stonebrick daneben ist. Aber nicht den aus der Schatzkammer nehmen, gell? Ja, brauchen die Schatzkammer ist off limits, ja. Genau. Ja, Miro, du solltest so leicht nach rechts hinter dich beidrehen. Schwimmst du da weiter an der Ozean als nötig. Der Vorteil, das Design da hinten ist sowohl als Schmiede verwendbar, als auch als Backstube. Können wir mal umschulen oder was? Und Folterkammer, wenn der Pumpe steht, stimmt. Ja, das sieht schon ein bisschen einladender aus jetzt. Da wird der Schmelzofen ganz schnell zum Ofen. Na, ganz, ganz heiße Brötchen. Ja. Ey, wir müssen noch ein bisschen Kram haben, bevor ich mich wieder verziehe. Kram? Ja, hier, Kram. Ich habe gar keinen Platz für Kram. Ja. Dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Ich gebe mal Kram zurück. Danke vielmals. Muss kurz überlegen. Ich glaube, ich hole nochmal mehr Kram. Ray. Oh. Weiß, dass das CCC-Gebiet nicht sehr groß ist.
Irgendwie habe ich hier gerade einen kleinen Hänger. Ich guck mal weiter zu, wie andere Leute arbeiten. Ist natürlich immer gut. So, wir haben ja auch jede Menge von diesem dunklen Holzzeug. Wuff, wuff. Also, vergewaltigen die den Hund da, oder? Nein, sie kriegen Futter. Und ja, sie freuen sich. Irgendwie spackt auch gerade mein Rechner. Ich habe hier mal kurz Freeze Frames. Ein Boot. Nein, nein, Keks, dein scheiß Boot hat Bert... Was war das? Ah! Was denn? Sitzt Bert da jetzt im Boot, oder was? Nein, aber Bert haut gerade ab. Mit dem Boot. Gott. Okay. Wo hast du? Du hast meine schon wieder geklaut. So. Ja, dann schauen die noch ab. Das soll ich machen. Ich wollte ja gerade mein Buch schreiben. Mein Entdeckertagebuch. Und dann rennst du hier rum, nur weil du da Kühe nicht navigieren kannst. Du Kuhflüsterer, du. Ja, stellen wir hier noch Papier. Ich weiß, was ich flüstern kann. Ich kann. Ja, ja, die Brunnen in Richtung. Köbnis, das ist ein Schwert. Mulcho? Wie viele Leute hast du denn angedacht, dass in einer Baracke leben? Das ist eine kleine Kuh, komm. Und? Ach, 4, 5, 6 ungefähr. Okay. Bertha, bei Fuß. Bei Fuß. Ich schwör dir bei allem, was ehrlich ist, wenn du mir nicht nachläufst, dann bring ich dich um. Und zwar mit diesem Fisch, den ich im Inventar nein habe. Ich schlag ihn dir so lange um die Ohren, bis du tot bist. Was ist das jetzt? Reverse Stalking? Du. Verfolge mich sonst? Hey! Da hört auf mich! Wer hätte das gedacht? Lukas. Hm? Falsch gebaut. Oh, ich kann Land sehen! Ich nicht, ich sehe nur Bert. Das war schon seit, eigentlich. Seit einer halben Stone. Ich hab da Stonebricks hingesetzt, weil wir da an der Felswand sind. Na, wie auch immer. Sieht aber dann ein bisschen bescheiden aus. Ja, du siehst das, ich hab mich für ein Hammerwerk entschieden. Okay. Ah, hier wird dann demnächst hier Steine zu Klump gehämmert. Jetzt noch ein schönes Dach drauf. Achso, ich dachte eher, das hat dann was von einer automatisierten Schmiede, aber Steine zu Klump hämmern ist auch immer gut. Lukas, hast du ein bisschen Glasscheiben dabei? Ne, die wollte ich gerade holen gehen. Ja, beziehungsweise welche machen, als ich vorhin nach Glas geschaut habe, war kein Star. Wir haben die noch. Kannst du Bertha einfangen? Mein Minecraft-Spack drum. In der Cleanstore. Ich glaube, dass ich gleich Connect bekomme. Ach, Lukas, hast du die Leiter? Ja, hab ich. Schmeiß mal ein paar weg. Da ist er, der White. Yep. Dankeschön. No me gusta. Boah, Mann, ich hatte eigentlich Kopf, ja, bis wir wieder an Land sind, ist ja Tag. Sind wir an Land und ist schon wieder Nacht, nachdem es wieder Tag war. Das ist ja toll. Hildegard und Bertram, hier ist die andere. Bertha. Lukas? Hey, Bertha ist. Ja. Nimmst du ja 6 oder 5 Betten Ahnung auch mit? Ja, ich hoffe, Bertha wieder. Kiste. Komm. Nein, musst du crawlen. Darf nicht zu spät sein. Ah, okay. Doch, sie ist noch da. Ich hab Bertha. Das heißt, hey, ich brauche 18 Wolle. Nee, ich doch 4 Betten reichen. Lassen wir hier 4 wohnen, passt besser. Oder entweder 4 oder 8. Fuck. Patch dich jetzt? Nimm mal 8 mit. Berdo, ich hab dich, ich hab dich. In mir, wo ich sieht schon lauter Skelette, jeder von uns müsst alle Kühe übernehmen und der andere dann jeweils alles umbringen. Dann übernimm du meine Kuh und ich seh dich nicht mal. Und ich bringe alles. Bin hier schon fast am Land. Dann bring ich meine Kuh, dann gebe ich dir meine Kuh und dann bring ich sie alle um. Schon wieder. So, als Skelette und Zombies schon mal irgendwann gestorben sind. Kennen sich ja mit Sterben aus. Sozusagen Abkratzprofis. Ja, man sollte sie vielleicht mal fangen und dann könnte man den ganzen Esoterikern und Gläubigen mal eventuell ein paar Einsichten geben aus den Augen eines Skeletts oder aus den Augenhöhlen. Wie ist denn der Tod nun wirklich? Was kommt nach dem Tod? Wir wissen es ja, wir spawnen nachts irgendwo in irgendeiner blockigen Welt. Und tagsüber haben sie Kaffeepause. Aber was passiert beim Sterben? Wenn sie ihre XP-Ops freigeben, was ist das für ein Gefühl? Ups. Denkt mal darüber nach. Das Gefühl von Freiheit. Oder endlich endloser Pein.
Endlich Schichtende, endlich nach Hause. Endlich sich von der Frau bekochen lassen und gewisse andere eheliche Pflichten nachkommen können. Putzen. Putzen, genau. Zum Beispiel. Putzen. Ich dachte eigentlich eher an Fernseh gucken und Bier trinken. Und Chips essen. Das ist doch nicht jugendfrei. Was man also macht in einer guten Ehe. Interessante Vorstellung einer Ehe. Ist nicht meine. Ach. Bin nur ein Höhlenmensch. Ich habe sehr einfache Bedürfnisse. Werden Sie gucken, wie jetzt. Einmal mit der Keule auf den Kopf und dann ist alles in Ordnung. Genau, und die Frau mit der Keule schlagen. Die Frau mit der Keule schlagen. Total gruselig, wenn du da so drei Pilzkühe hast, die stehen einfach nur da, starren dich an mit ihrer seelenlosen schwarzen Auge. Ey, eine Viertelseele haben sie ja laut dir, hä? Sie sind also nicht ganz seelenlos, nur zu 75% seelenlos. Echt total gruselig. Wenn die einem irgendwie schade können, dann wär's der gruseligste Mob in Minecraft. Aber ich sehe leider zu blöd. Fuck you, Enderman. Pilzkuh übernimmt dich. Ja, du musst dein Weizen loslassen. Und boah, du bist. Hm? Ich hab Bertram geklaut und Bertha will irgendwie auch nicht. Bertha. Lauf die alle hinter. Obwohl, nein, sie guckt dich nur mit dem Arsch an. Ich will nicht. Und jetzt alle nimmer. Versuch's mal. Bei Fuchs. Hallo. Guck mal. Oh, kein Bock. Okay, die will schon mal, die auch. Was ist mit euch beiden? Ihr wollt einmal scheinbar auch. Komm, was ist mit dir, hä? Was ist mit dir? Kommst du mal? Will ich gerade wissen, wovon du eigentlich redest? Wir reden gerade davon, wir versuchen gerade uns wieder attraktiv für die Pilzkühe zu machen, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Ach so. Wir sind nicht anziehend. Ich will trotzdem nicht ganz wissen, wohin das führt. Ah doch, ich glaube, jetzt folgen sie mir. Oh yeah. Dann sind deine Van eingestiegen, nachdem wir den Süßigkeiten. Ich habe ihnen Stroh angeboten. Okay, komm, muss ich lang? Muss Stroh ich hier 80. Durchs Wasser? Ja, das ist wohl der schnellste Weg. Wenn das Gefühl auf Wasser klappt, das besser als an Land. Kein wohl wahr zu sein. Nein, Bertha, Irmhard. Was? Bleib doch hier, Danke, Lukas. Bitte. Wir bringen euch jetzt auf die Schiffe hin, die wir kennen, jo. Ich habe nur eine männliche. Bayerisches Sächsisch, ja. Oder Sächsisches Bayerisch. Das kann gerade irgendwie ein hessisches Sächsisch, aber. Genau, ja. Bayer. Alles außer Bayerisch. Solange es halt Bayerisch. Was gegen Bayerisch? Okay. Ey. Messer. Was war sonst noch? Ich hab nichts gegen Bayerisch, aber ich jetzt ganz gern Deutsch. Ich wenn man Kutschi mit auf die Expedition nehmen, da als gelernter Metzger. Aber gut, Axel. Bayerisch ist Deutsch. Modifiziertes, besseres Deutsch. Ja, das erinnert mich auch ziemlich an drittes. Ne, egal. Was? Wo muss ich denn lang? Nichts. Hier einfach mir folge. Kenne Weg. Kann ich dir überhaupt so nachlaufen, ohne dass ich die Kühe angucke? Oder? Ja. Solange du es weit in der Hand hast, du musst halt immer wieder zurückgucken, Wünsch. Overly attached mushrooms. Oh Gott, drei Creeper. Ah? Ich hasse die neue Platziermechanik von back Holz. Back off, Irmhild, back off. Lukas, da wirst du dich freuen zu hören, dass es ab dem nächsten Update so ist wie bei den Stairs. Gott. Nein, leider nicht, das ist bis jetzt nur aus. Es ist im Snapshot. Ja, im Snapshot, aber das macht alle nur rein. Scheiße, wenn es dann Ohren, nicht oder? Genug Leuten gefällt, dann werden sie das nicht reinbringen, das Problem. Wird aber allen gefallen. Blöden Kühe. Was ist mit dümmste Kuh? Wo ist meine Ex? Was? Deine Ex-Freundinnen sind bei mir. Das hättest du wohl gern. Ne, wobei, nimm ruhig. Ich bring sie jetzt zu dir. Was machst du? Hiro! Oh Gott! Nein! Du, Eimer, schlag das Ding noch in meine Richtung, du Sau! Ah, oh, Mann. Oh Gott. Ja, boah.
Da oben blickt, oh fuck, da spielt ich muss auf die Kühe aufpassen. Oh Gott. Ach ja. Holy das crap. Fassen, lockt die ganze Scheiß noch zu mir und Imhild macht wieder das, was sie will. Alter, du hast echt komische Ex-Freundinnen, Axel, weißt du das? Du hast echt komische Ex-Freundinnen. Wem sagst du das? Ich kann verstehen, warum das Ex-Freundinnen sind. Kannst ich verstehe nicht, warum es Ex-Freundinnen sind, weil. Und ich glaube, Bertram guckt mich nur mit dem Arsch an und wird gerade von Irmhild geschoben. Verdammt, ich bin unbewaffnet. Du Glück wird's hell, Alter. Zum Glück wird's hell. Lukas, hast du zufälligerweise Stone, Brick, Half Slabs und Stairs dabei? Ich hab vorhin ein paar Stairs gemacht. Keks, aber töte es! Wenn du sie extra holen musst, dann lass es, weil dann craftest du. Nein, ich hab doch vier Stacks im Inventar, die können wir einfach machen. So, gut. Aber, nicht machen, weil ich könnte mir auch machen. Blub. Die Zeit ist schon wieder rum. Das heißt, weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin, stay frosty.